So sieht man aus, wenn man zwei Zähne gezogen bekommen hat. Zwei. Und der zweite, der musste rausgesägt werden. Ein Wahnsinn. Zähne sind absolut eine Fehlkonstruktion. Brauche ich nicht mehr. Na, danke für die guten Wünsche. Es war schlimmer als gedacht. Oh. Es war wirklich furchtbar. Sechsmal hat sie nachspritzen müssen. Fast 2 Stunden bin ich auf dem Stuhl gesessen, weil dieser ganz hinten einfach nicht rausging. Nicht ums Verrecken. Immer wieder mit der Säge, immer wieder nachspritzen. Oh Gott. Aushebeln. Der erste ging relativ schnell. Aber ich bin froh, dass sie raus sind. Es war Zeit. Jetzt werde ich nicht mehr vergiftet. Zähne sind ja so wichtig. Scheiße. Ich lege mich jetzt hin, ich bin voll gedröhnt mit Schmerzmitteln. Es ist eigentlich ein ganz angenehmer Zustand. Vor allem mein Mann kümmert sich richtig rührend um mich. Er ist jetzt zum Einkaufen gegangen. Ich darf nämlich nur. Mein Schwätzchen an. Ich darf. Es tut mir leid, aber es ist echt gut. Ich darf nämlich nur. Kaltes Kartoffelbrei essen. Scheiße. Oder so Suppen trinken und die müssen auch kalt sein. Die nächsten 2 Tage darf ich nur kalt essen. Trinken darf ich jetzt auch nichts, aber ich soll Tabletten nehmen. Wie soll ich denn das machen? Tja. Und es ging gleich gut los. Als ich zum Zahnarzt fahren wollte, ist mir mein Smart verreckt. Ging nichts mehr. Muss ich wieder zurück, neues Auto, wieder hin. Ja, und dann die Frage, alle zwei raus, ja oder nein? Yeah, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ich sehe so scheiße aus. Ich sehe so scheiße aus. Oh, das ist noch alles taub. Also wenn ich jetzt einen auf die Nase kriege, ist alles in Ordnung. Tschüss.